Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gardrul spielt Transocean The Shipping Company. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben ein Problem. Wir müssen nämlich hier jede Menge Sachen erfüllen. So, das sind die Sachen, die müssen wir bis zum 10. Also wir müssen alles Mögliche liefern. Das heißt, wir können theoretisch alles, überall alles mitnehmen, egal wo wir sind. Hack und Wurst GmbH. Und uns dann auf den Weg nach Nuuk machen. Über diverse andere Zwischenstopps in diesem Fall natürlich. Also alles, was irgendwie bei 3 nicht auf dem Fieder ist, das wird jetzt hier einfach mal mitgenommen. So, auch von hier, egal von wo, wir liefern jetzt einfach mal alles mögliche Zeug dann nach Nuuk. Am besten natürlich Dinge, die wir liefern dürfen. Textilien zum Beispiel. Auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch was mitnehmen. Nein. Gut, das heißt, wir reparieren mal 3 Tage. So, die Cranberry wurde zu Ende repariert. Die ist in... Die Cranberry ist in Durban. Und macht da was. Luxusgüter mitnehmen. So, dann machen wir einmal die ganze Runde hier. Denn jetzt können wir offenbar wirklich in Shanghai die Zweigstelle anlegen, die wir anlegen wollten. So, hier wird noch repariert. Black Mary wird auch noch repariert. So, und hier wäre jetzt die Frage, haben wir noch neue Nuuk-Aufträge, die wir mitnehmen können? Haben wir. So, hier passt jetzt nichts mehr drauf. Also auf nach Nuuk. 21 Tage mit Zwischenstopp in Port Said. So, hier sind wir jetzt in Buenos Aires auf dem Weg nach Metro Vancouver. Können wir natürlich noch ein paar Sachen mitnehmen, zum Beispiel Kaffee. Ja, und die ganzen Nuuk-Aufträge, das ist krass. Ich finde das schon ziemlich krass. Ja, und jetzt kommen neue Firmenaufträge, da müssen wir ja einige machen. Und die Black Mary ist auch wieder fertig. Was könnte die denn mal mitnehmen? Einmal Liam Shebang. Und auf dem Zwischenstopp in Manila, in Lima was abliefern. Und neue Aufträge sind reingekommen. Und wir müssen noch von Kapstadt nach Dakar. Oh, das haben wir total vergessen. Oh, das haben wir vergessen. So, was haben wir noch? Also ich würde jetzt ungern hier noch großartig weitere annehmen, solange wir noch nicht, diese ganzen anderen Sachen alle erledigen müssen, wisst ihr? Das
weiß ich nicht, ob das alles so... So, hier sind wir auf dem Weg nach Busan. Und nehmen natürlich noch ein paar Antiquitäten mit. Nach... Moment. Ist das jetzt kürzer oder das? Shanghai. Und da sollen wir eine Zweigstelle errichten. Auch kein Problem. Geld dafür haben wir ja genug. So, die Labella ist jetzt auch fertig. Auf dem Weg nach Rotterdam können wir nichts mehr mitnehmen. Machen einen Zwischenstopp in Jeddah. So, wer war das? Das war die Helvetia. Die ist im Port Said. Mit den ersten Versorgungsgütern. Für den komischen Auftrag da von der Chefin. Können wir von hier was mitnehmen für Nuk? Nein, können wir nicht. Wir können auch niemals in einem durchfahren. Hm. Zunehmend frage ich mich, ob die Kampagne zu machen wirklich die beste Idee war. So, die Sherlock Holmes ist fertig. Wann ist diese komische Messe? Hm. Währenddessen ist die Black Mary in Lima angekommen. Und die ist dann weiter auf dem Weg nach Liam Shabang. Und könnte noch Sachen mitnehmen nach Shanghai. Wo wir jetzt die gewünschte Zweigstelle errichten. Ah, für Shanghai haben sie also entschieden. Nun gut. Nun sollten sie demonstrieren, wie handlungsfähig ihre Reederei mit Hilfe dieser Zweigstelle geworden ist. Nee. Jetzt nicht noch was. Liefern sie dafür von hier aus Aufträge im Wert von 50 Millionen ab. Mhm. Auch das noch. So, Busan. Dann nehmen wir Sachen mit nach Felixstowe. Nach Jiaotao, oder? Das liegt ja alles dann da oben auf dem Weg. Und machen mal eben hier einen kurzen Zwischenstopp. Was hier noch nicht mal einen Tag braucht. Vielleicht können wir hier sogar noch was mitnehmen. Das ist nicht der Fall. Also machen wir uns auf nach Jeddah. Während die Labella in Jeddah ankommt, auf dem Weg nach Rotterdam, da können wir aber jetzt nichts mehr mitnehmen. Also auf und weiter nach Rotterdam. Und die Pacific Pearl hat auch einen Zwischenstopp erreicht in Colombo. Mit Sachen für Nuk. Und wo wir gerade dabei sind, nehmen wir noch ein paar Textilien mit. Ich glaube, das Textilien werden wir relativ schnell erledigt haben. Alle anderen Sachen könnten in der Tat etwas länger dauern, weil wir sie halt nur mit Federn machen können. So, hier ist die Titania. Die war mal lang unterwegs hier. So, die ist jetzt noch auf dem Weg nach Bangkok. Haben wir da Sachen, die wir da mitnehmen können? Kunststoffe.
So. Eieieiei. Rutherford. Metro Vancouver. So, nach Anchorage. Danach Nuklearmüll nach Felixstowe. Natürlich. Da haben wir hier noch die Fury. Und da nehmen wir natürlich auch mal Sachen mit. Aber nicht schon wieder Textilgüter. Na gut, von mir aus. Wir müssen auf jeden Fall mehr Vieh da in die Richtung bekommen, da oben. Und hier von Amerika aus ist es ja gar nicht mal so schwierig, ne? Das sind ja... liegt ja quasi am Teich. Auch hier in New York, ne? Mit der Titania. So, Möbel brauchen wir. Und auf geht's nach Nuuk. Ei, wo sind wir denn hier? Gottes Willen. Das heißt, der ganze Fieder wir oben in die Nähe bekommen. So, hier haben wir Sachen für Felixstowe dabei. Da könnten wir doch glatt noch Sachen mit nach Hamburg nehmen. Mit einem Umweg über Kollon. Jetzt haben wir auch langsam wieder die Mission, wo sich das wieder rechnet, wo wir nicht so viele Gedanken uns machen müssen. Die Labella jedenfalls in Rotterdam. Da haben wir eine schöne Strecke zusammengestellt. Mit Zwischenstopp in... Oh, brauchen wir gar nicht. Wir können in einem durchfahren. Ist ja cool. So, die Cranberry war auf dem Zwischenstopp. Die ist jetzt in Jeddah. Wird einmal aufgetankt. Jetzt schauen wir mal. Die ist auf dem Weg nach Felixstowe und Jiao Da, oder? Da können wir nichts mehr mitnehmen. Also ist das der nächste Zwischenstopp. Und die Pacific Pearl. Die Sherlock Holmes ist ganz schön teuer, ne? Die liegt dann nur im Hafen rum und wir verdienen da nichts dran. Bis wann sollen wir die denn da haben? Bis zum 1.8. Da könnten wir so ein, zwei Fahrten mal machen mit dem Ding, oder? So, haben wir hier noch Sachen für Nuuk? Nein. Da können wir in einem durch. Irgendwas, was hier in der Nähe ist, wo wir nicht so weit weg müssen. Haben wir aber nicht. Sydney halt, aber... ...16 Tage, Sydney, 30. Da ist es mir zu knapp. Dann vergesse ich das hinterher wieder. Und wir wollen jetzt eine Aufgabe da erfüllen. So, die Cranberry ist in... Jiao Tauro angekommen. Auf dem Weg nach Felixstowe. Können wir auch nichts mehr mitnehmen. 20 Millionen, naja. Da wird die Chefin wohl nicht meckern. Hoffe ich. Und dann war die Shark. In Kollon. Das ist ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Hamburg. Da hatten wir ja die richtig dicken Aufträge für da oben. Hatten wir da ja mitgenommen. Also Felixstowe zum Beispiel.
Na, gucken wir mal. FedEx Tow ist eiliger. Oh, jetzt geht's aber voran hier. Die Helvetia ist in Nuuk angekommen. 7 Millionen. So, jetzt müssen wir nur den nächsten Hafen hier von hier aus irgendwie mal anfahren. Oh, ist ja gar nichts. Dann legen wir mal ab und fahren nach Reykjavik. Wir schauen dann einfach mal, ob es in Reykjavik Sachen gibt, die wir brauchen. So, das Schiff war fast trocken gefahren hier. Würde ich fast sagen, nehmen wir Reykjavik mit. Anlegen, ablegen. Das ist nicht ganz so wild. Und die Black Mary. Die möchte auch nochmal betankt werden und hat die Waren dabei für Shanghai. Nur 8 Millionen, da können wir nichts mehr mitnehmen. So fahren wir da direkt hin. So, Cranberry, Felix Toad, 20 Millionen. Sieht gut aus. Was haben wir denn noch? Ist ja leider kein Feeder. Tja, Post und Paket nach Anchorage, das ist jetzt nicht so die beste Strecke irgendwie. Warten wir einfach mal. Aha. Radioaktive Ware nach Lima, das nehmen wir doch schon, das nehmen wir doch mal lieber an. Mit Zwischenstopp in New York. So, haben wir noch irgendwelche Schiffe? In Georgia Ports ist natürlich noch die Sherlock Holmes. Wie alt ist der Zustand? 100%. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall den Preis gewinnen. 17 Millionen radioaktiver Müll aus Rotterdam nach Colombo. Ist auch nicht schlecht. Wir sind auf dem Weg nach Manila und Co. Haben wir da noch was in die Richtung? Nö, haben wir nicht. K-Imports. Da war nochmal hier, ne? Einmal richtig guter Auftrag dabei. So. Das ist ein Feeder. Das heißt, hier können wir wieder Sachen nach Nuuk mitnehmen. Elektronik, Chemikalien dürfen wir nicht. Lebensmittel eigentlich auch nicht. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Drum nehmen wir mal diese Aufträge an. Und machen uns schleunigst auf den Weg nach Los Angeles. Und die Black Mary ist in Shanghai eingetroffen. Dort wird sie für uns einmal liebevoll betankt. Tja, ihr seht es schon, ne? Also hier diese... Diese Nuuk-Aufträge, die nehmen Überhand. Nutzt aber nichts. Nutzt gar nichts. So, wir können Sachen nach Australien, nach Melbourne und nach Auckland. Ja, würde ich sagen... Und ihr schaut den Sendeplan unter tv.galo.de, denn da findet ihr jede Menge weitere interessante Sendungen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!